Guten Morgen allerseits. Ich habe gerade die erste Nacht Ende Februar im Kalten im Fahrradwohnwagen verbracht. Ja, die Nacht war ganz schön kalt. Als ich ankam, wehte hier ein kalter Wind, jetzt auch noch. Im Wohnwagen ging es, ich hatte so um die 7 Grad, aber ich habe ja einen warmen Schlafsack. Ich stehe hier an der Elbe. Normal soll hier Elbstrand sein, jedoch sieht man hier nichts von, weil hier alles mit Wasser überlaufen ist. Wir haben hier Hochwasser. Ich zeige euch das mal. Ja, und ja, habe jetzt vor, erstmal zu frühstücken, mir einen schönen Kaffee zu machen. Und danach kann ich euch ja mal meinen Fahrradwohnwagen zeigen. So, der Tisch ist gedeckt. Jetzt fehlt nur noch das Teewasser. Hier habe ich gleich so eine kleine Auflage auf dem Kotflügel oder Radkasten, wo ich meinen Kocher draufstellen kann. Und mache mir jetzt erstmal Teewasser heiß. So, bevor es weitergeht, zeige ich euch noch mal kurz meinen kleinen Fahrradwohnwagen. Von außen seht ihr schon, dass ich da eine Solaranlage montiert habe. Auf jede Seite habe ich ein flexibles Panel von 100 Watt Leistung installiert. Ich habe es nicht verklebt, sondern an den Stanzösen, die da dran sind, verschraubt. So kann ich sie auch jederzeit wieder abnehmen. Die sind parallel verschaltet, so dass die Leistung nicht abfällt, wenn der eine Kollektor im Schatten ist, was natürlich meistens der Fall ist. Dafür ist aber der andere Kollektor auch meistens das zur Sonne ausgerichtet. Wenn man auf weichem Boden wie hier steht, drücken sich die Füße hier in den Boden ein. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Da muss ich unbedingt noch irgendwelche Teller zum Runterlegen mitnehmen. Ich mach mal auf. So, nun gucken wir uns mal den Camper von innen an. Die Matratze zwischen den beiden Radkästen, 1,90 m mal 60 cm mal 7 cm stark, also eine handelsübliche Gästematratze. Hinten an dem rechten Radkasten habe ich den Solarregler von Victron rangeschraubt. Der ist Bluetooth-fähig, somit kann ich dann über die App auch jederzeit den Ladestand und auch den Sonnenertrag beobachten. Als Akku habe ich einen Lithium-Akku gewählt. Den habe ich hier in so einer Kühltasche reingestellt. Zusätzlich noch mit Polster versehen. So bleibt er auch von Temperaturschwankungen ziemlich verschont. Auch der Akku ist Bluetooth-fähig. 20 Ampere Akku. Auch da kann ich über die App genau den Ladezustand verfolgen. Strom habe ich hier auf der anderen Seite angebracht. Einmal eine schaltbare USB-Steckdose und hier habe ich eine 12 Volt Autosteckdose eingebaut. Unten ist noch ein drehzahlgelüfteter USB-Lüfter. Über die Autosteckdose kann ich meinen Fahrradakku wieder nachladen, da ich ein 12 Volt Netzteil oder Ladegerät für mein E-Bike Fahrradakku habe. Ja, hier oben in den Oberschränken habe ich hier zum Beispiel meine Ladegeräte drin. Das 230 Volt Ladegerät und das 12 Volt Ladegerät. Hier ist mehr so die Küche drin, was man da so braucht. Küchenrolle, Becher, Geschirrtuch, Schneidbrett,
hinten noch die Bratpfanne, in welcher ich auch mein Wasser zum Kochen bringe für Kaffee und Tee. Ja, hier links auch noch für Utensilien. Zwei kleine Oberschränke. Auf dem linken Radkasten habe ich aus 1 mm Alublech noch eine Auflage draufgeklebt. Einmal hinten der Rücken als Hitzeschutz. Und hier etwas hervorstehend, wo ich dann meinen Kocher drauf stelle, wenn es draußen zu windig ist, wie auch gestern, als ich ankam, und heute habe ich dann hier die Möglichkeit, im Windschatten etwas zu kochen und mein Wasser auch zu erhitzen. So, der Kocher selbst, da habe ich einen kleinen klappbaren Gaskocher. Und mit einem Adapter hier dran, so dass auch diese günstigen handelsüblichen Kartuschen zu verwenden sind. Ja, des Weiteren habe ich an Zubehör hier links neben der Matratze noch, also Staufach, und rechts und links habe ich hier mein Faltsessel drin, rechts unter meiner Jacke den Klapptisch. Ja, so sieht das aus. Da unten klemmt noch eine aufladbare, also einmal habe ich hier so eine USB-Leuchtleiste hier angebracht. Hier habe ich noch so mit Magnethalter so eine Touchscreen-Lampe. Die, ja, ist ganz praktisch. Die kann ich dann auch hier zum Beispiel ran klemmen, wenn ich draußen sitze, dass ich dann hier unter der Tür dran habe und so noch ein bisschen Beleuchtung habe, wenn man vor dem Camper sitzt. So, jetzt werden langsam meine Finger steif. Hier herrscht weiterhin noch ein eiskalter Wind. Ich kann das Handy kaum noch halten. Ich muss sehen, dass ich wieder Handschuhe anziehe. Und dann will ich mich auch langsam wieder auf den Weg machen und noch ein bisschen weiter an der Elbe entlang fahren, bevor ich wieder nach Hause fahre. So, das war's. Tschüss.